Der Chili-Tester. Notizen eines unerfahrenen Chili-Testers, der seinen Urlaub in Texas verbrachte. Kürzlich wurde mir die Ehre zuteil, als Ersatzpunktrichter bei einem Chili-Kochwettbewerb zu fungieren. Der ursprüngliche Punktrichter war kurzfristig erkrankt und ich stand gerade in der Nähe des Punktrichtertisches herum und erkundigte mich nach dem Bierstand, als die Nachricht über seine Erkrankung eintraf. Die beiden anderen Punktrichter, beide gebürtige Texaner, versicherten mir, dass die zu testenden Chilis nicht allzu scharf sein würden. Außerdem versprachen sie mir Freibier während des ganzen Wettbewerbs und ich dachte mir, prima, los geht's. Hier sind die Bewertungskarten des Wettbewerbes, Chili Nummer 1. Mike's Maniac Mobster Monster Chili. Richter 1. Etwas zu Tomaten betont. Amüsanter Kick. Richter 2. Angenehmes, geschmeidiges Tomatenaroma. Sehr mild. Ich? Ach du Scheiße, was ist das für ein Zeug? Damit kann man getrockneter Farbe von der Autobahn lösen. Brauchte 2 Bier, um die Flammen zu löschen. Ich hoffe, das war das Übelste. Die Texaner sind echt bescheuert. Chili Nummer 2. Artus Nachtbrenner Chili. Richter 1. Rauchig mit einer Note von Speck. Leichte Peperoni-Betonung. Richter 2. Aufregendes Chili-Aroma. Braucht mehr Peperonis, um ernst genommen zu werden. Ich? Schließ dieses Zeug vor Kindern weg. Ich weiß nicht, was ich außer Schmerzen hier noch schmecken könnte. 2 Leute wollen mir erste Hilfe leisten und schleppten mehr Bier ran, als sie meinen Gesichtsausdruck sahen. Chili Nummer 3. Fritz berühmtes Brenn die Hütte nieder, Chili. Richter 1. Exzellentes Feuerwehr-Chili. Mordskick. Bräuchte mehr Bohnen. Richter 2. Ein bohnenloses Chili. Ein wenig salzig. Gute Dosierung roter Pfefferschoten. Ich? Ruf den Katastrophenschutz. Ich habe einen Uranleck gefunden. Meine Nase fühlt sich an, als hätte ich rohrfrei geschnieft. Inzwischen weiß jeder, was zu tun ist. Bringt mir mehr Bier, bevor ich zünde. Die Barfrau hat mir auf den Rücken geklopft. Jetzt hängt mein Rückgrat vorne am Bauch. Langsam bekomme ich eine Gesichtslähmung von dem ganzen Bier. Chili Nummer 4. Bubas Black Magic. Richter 1. Chili mit schwarzen Bohnen und fast ungewürzt. Enttäuschend. Richter 2. Ein Touch von Limone in den schwarzen Bohnen. Gute Beilage für Fisch und andere milde Gerichte. Eigentlich kein richtiges Chili. Ich? Irgendetwas ist über meine Zunge gekratzt. Aber ich konnte nichts schmecken. Ist es möglich, einen Tester auszubrennen? Sally, die Barfrau, stand hinter mir, mit Biernachschub. Und sie fängt langsam an, gut auszusehen. So wie der radioaktive Müll, den ich hier esse. Kann Chili ein Aphrodisiakum sein? Chili Nummer 5. Lindas legaler Lippenentferner. Richter 1. Fleischiges, starkes Chili. Frisch gemahlener Cheyenne-Pfeffer fügt einen bemerkenswerten Kick hinzu. Sehr beeindruckend. Richter 2. Hackfleisch-Chili könnte mehr Tomaten vertragen. Ich muss zugeben, dass der Cheyenne-Pfeffer einen bemerkenswerten Eindruck hinterlässt. Ich? Meine Ohren klingeln. Schweiß läuft in Bächen meiner Stirn herunter. Und ich kann nicht mehr klar sehen. Musste furzen und 4 Leute hinter mir mussten von Sanitätern behandelt werden. Die Köchin schien beleidigt zu sein, als ich ihr erklärte, dass ich von diesem Zeug einen Gehirnschaden davongetragen hätte. Sally goss Bier direkt aus dem Pitcher auf meine Zunge und stoppte so die Blutung. Ich frage mich, ob meine Lippen abgebrannt sind. Chili Nummer 6. Veras sehr vegetarisches Chili. Richter 1. Dünnes, aber dennoch kräftiges Chili. Gute Balance zwischen Chili und anderen Gewürzen. Richter 2.
Das Beste bis jetzt. Aggressiver Einsatz von Chilischoten, Zwiebeln und Knoblauch. Superb. Ich? Meine Därme sind zu einem geraden Rohr voller glasiger, schwefeliger Flammen geworden. Ich habe mich vollgeschissen, als ich furzen musste, und ich fürchte, es wird sich durch die Hose und Stuhl fressen. Niemand traut sich mehr, hinter mir zu stehen, kann meine Lippen nicht mehr fühlen. Ich habe das dringende Bedürfnis, mir den Hintern mit einem großen Schneeball abzuwischen. Chili Nummer 7. Susannes schreiendes Sensationschili. Richter 1. Ein moderates Chili mit großer Betonung auf Dosenpeperoni. Richter 2. Schmeckt, als hätte der Koch tatsächlich im letzten Moment eine Dose Peperoni reingeworfen. Ich mache mir Sorgen um Richter Nummer 3. Er scheint sich ein wenig unwohl zu fühlen und flucht völlig unkontrolliert. Ich? Ihr könnt eine Granate in meinen Mund stecken und den Bolzen ziehen. Ich würde nicht einen Mucks fühlen. Auf einem Auge sehe ich gar nichts mehr und die Welt hört sich an wie ein großer, rauschender Wasserfall. Mein Hemd ist voller Chili, das unbemerkt aus dem Mund getropft ist. Und meine Hose ist voll larvenartigem Schiss und passt damit hervorragend zu meinem Hemd. Wenigstens werden die bei der Autopsie schnell erfahren, was mich getötet hat. Habe beschlossen, das Atmen einzustellen. Es ist einfach zu schmerzvoll. Was soll's? Ich bekomme eh keinen Sauerstoff mehr. Wenn ich Luft brauche, werde ich sie einfach durch dieses große Loch in meinem Bauch einsaugen. Chili Nummer 8. Helena's Mount Saint Chili. Richter 1. Ein perfekter Ausklang. Ein ausgewogenes Chili. Pikant und für jeden geeignet. Nicht zu wuchtig, aber würzig genug, um auf seine Existenz hinzuweisen. Richter 2. Dieser letzte Bewerber ist ein gut balanciertes Chili. Weder zu mild noch zu scharf. Bedauerlich nur, dass das meiste davon verloren ging, als Richter Nummer 3 ohnmächtig vom Stuhl fiel und dabei den Topf über sich ausleerte. Bin mir nicht sicher, ob er durchkommt. Armer Kerl. Ich frage mich, wie er auf richtig scharfes Chili reagiert hätte.